So. Dann erobern wir das Gebäude, um Kate zu heilen. Aber sind solche physischen Belanglosigkeiten wirklich wichtig? Noch ein Phantomlord ist unnötig. Unsere Feinde sind hier präsent. Ah, jetzt kommt die unschöne Stelle. Dich abmurksen. Beziehungsweise das da oben finde ich immer so furchtbar. Da kommt wieder ein Zerschmetterer. Da kommt ein Predator. Ja, egal was man uns entgegenwirft, es stirbt recht schnell. So, die beiden Punkte einnehmen. Wir dürfen nicht zögern. Dann erstmal die Verteidigungsgebäude pulverisieren. So, und jetzt können wir alles andere pulverisieren. Die beiden da auch. So. Aber ach ja. Ihr könnt auch hierher kommen. Naja. Ah, die Helga. Schlange schlecht grüßen. Ich hätte wissen sollen, dass ihr Typhon entkommt. Ein Orkenlag ist einfacher auszulöschen als eine Handvoll schlüpfriger Elder. Warum seid ihr also hierher gekommen? Warum versteckt ihr euch nicht im Netz der tausend Tore? So begierig im Namen der heiligen Rache zu sterben. Deine Unwissenheit ist erstaunlich, Dämon. Unser Volk entwickelte sich schon Jahrtausende vor euch, ihr Ausgeburten der Hölle. Wir erschlagen dich zum Wohle unseres Volkes. Du bist nichts. Du besitzt lediglich etwas von uns. Und wir sind gekommen, um es zu holen. Ja. Wo auch immer er an seinem Körper... Ich finde es lustig, dass er da eine Kanone hat. jetzt den Seelenstein tragen sollte. Was sollen die Phantomseher von uns? Ich fordere, dass sie das Gebäude einnimmt. Damit wir hier noch zwei Illumzars anfordern können. Ich bringe das Feuer des Kristallfelds.
Prisma ist ausgestattet und bereit. Der Schlag muss schnell sein. Die Prisma-Kanone steht bereit. So, und jetzt haben wir keine Ressourcen mehr. Wir hätten noch 12 frei, aber wir können nichts ausbilden. So, dann hauen wir Kyros mal den Kopf ein. So, Phantomdruiden. So, tötet erstmal die Zerfleischer. Okay, du kannst ruhig auch in den Nahkampf gehen. Genau, Peaks Kyros. So, die Zerfleischer ein bisschen wegräumen. Und jetzt müssen die Türme weg. So, wir halten die Türme nicht viel aus. So, und jetzt die Zerfleischer weg. Bei dir erhöhe ich mal die Energie. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Sollen alle deine Art, deine Schreie, noch eine vergoldete Seele auf den Verzichten holen. Okay, den Champion zurückholen. Und Kyros kriegt ordentlich auf den Sack. Okay, Kane, du ziehst dich mal dezent zurück. Macht ihr beide mal am besten. Oh. Jo. Ist mir noch nie ausgefallen, dass der Skriptor da oben rumliegt. Ah. Und das habe ich jetzt, vor lauter Klotzen habe ich jetzt verpennt, dass böse Türme auftauchen. Thank you.
Heilung, Wiederbelebung. Weiter auf Kyros schießen. Und frische Phantom-Druiden holen. So, neue Phantom-Druiden sind da. Neue Warp-Spinnen. Kyros sollte demnächst mal down gehen. Weisen Sie uns den Weg, oh, wir haben einen Zahl verloren. So, auf das umschalten. Ihr beide schaltet auch mal das Schild wieder ein. Bataillon weiter auf Kyros konzentrieren. Frische Phantom-Druiden. Für Gorg und Morg. So. Das Weltenschiff wird unseren Sieg bejubeln. Ja. Zeug, was uns überhaupt nichts mehr bringt. Gut, gucken wir uns das Outro an. Oder den Epilog. Der Aether-Kampagne. Wir haben sie geschafft, wey. Ich habe ja auch nur auf normal gespielt, ey. Ich frage mich, ob meine Träume endlich enden. Wir sollten froh sein, solch ein loyales Volk zu haben. Ich glaube, das sind wir bereits. Du hast den Weltenschiffen ehrenvoll gedient, Ausgestoßener. Was wirst du jetzt tun? Ich werde meine Schwester nach Hause bringen. Ja. Das war's. Er nimmt den Seelenstein, ich gehe nach Hause. Tschüss. Älter. Elder sind wirklich typisch Elder. Was ist jetzt aus den Inquisitoren geworden? Das würde mich auch gerade irgendwie interessieren. Wenn sie sie jetzt da gerade noch so großartig zeigen. Ja, ja, der Exterminatus.
Das obere sind, glaube ich, Konzeptzeichnungen, so wie das aussieht. Ja. Und da kommen Kampfszenen. Gargbot gegen Phantomlord. Gargbot hat verloren. Da verliert, glaube ich, der Dreadnought, ja. Oh. Reißt ihm den Arm aus. Fast. noch mehr Konzeptart. Imperiale Gardisten. Na gut, ich glaube, ich sollte mal zu meinem Schlusswort kommen. Ja, das war die dritte und letzte Staffel von Dawn of War 3. Jetzt komme ich schon auf 3, nein. Dawn of War 3 war nicht so toll, aber das ist ein anderes Thema. Dawn of War 2 Retribution. Hi, Baneblade. Ich hoffe, euch haben die drei Staffeln gefallen. Auch wenn ich noch drei weitere nachliefern könnte, nämlich mit Space Marines, Orcs und Chaos. Aber da meistens die Story dieselbe ist. Wir fangen irgendwo auf Typhon an, bekämpfen unseren Gegenfeind. Suchen Kyras, der Exterminatus kommt, wir fliehen vor der Gericht der Kadaver, bla bla bla. Ja, es ändert sich halt wirklich nicht großartig viel in der Kampagne. Außer eben solche Kleinigkeiten wie jetzt bei den Elder, wie wir an den Avatar gekommen sind. Bei der Imperialen Armee sind wir ja an den Baneblade zwangsmäßig gekommen, weil wir die Main-Mission machen mussten. Aber ja, ansonsten ist es das große und gleiche. Deswegen habe ich jetzt nach der dritten Staffel so gesehen Schluss gemacht. Ich wollte einfach als Joke noch die Elder spielen, weil ich mit den Elder eigentlich absolut nichts kann. Ah, Volkair gegen, also eigentlich der große Verpester gegen den Avatar. Und der Avatar hat gewonnen. Ja, gut. Wie gesagt, das war die letzte Staffel. Es kommt natürlich jetzt noch die Gefechtsaufnahme von den Elder. Mal sehen, wie gut ich mich mit denen anstelle. Ich werde es wieder auf normal machen. 1 gegen 1. Mal gucken, welche Map ich nehme diesmal. Oh, da hat der Avatar gegen den Pester verloren. Aber ansonsten war es das jetzt im Großen und Ganzen mit Dawn of War 2. Ich muss mal gucken, welche Strategie spiele ich als nächstes rauskrame, sozusagen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt das die Credits durchlaufen lasse. Das habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nie gemacht. Aber mehr kann ich jetzt, wenn mir jetzt leider auch nicht ein, was ich noch sagen könnte. Außer vielen Dank fürs Zuschauen aller drei Staffeln und meiner anderen Projekte, wenn ihr zuseht. Und wir sehen uns dann bei meinen anderen Projekten, beziehungsweise bei der Gefechtsmission. Also ja, ich verabschiede mich schon mal. Bis dann.
Ja. die Credits scheinen von vorne anzufangen, also... Oder? Wisst ihr was, ich breche es einfach mal ab. Gut. Dann sehen wir uns bei irgendeinem anderen Projekt wieder. Ciao, ciao.